Yo Leute, ich zeige euch heute, wie man kostenlos downloaden kann. Dazu möchte ich euch eine echt coole Software vorstellen. Das nennt sich Top Usenet. Und die Software wurde sogar von PC Magazin, PC Welt und PC Go getestet. Und sie ist vollkommen legal. Hier könnt ihr zwar nur 1 GB runterladen, kostenlos, aber immerhin sind es circa 300 bis 400 Songs. Und den Link zur Software mache ich euch dann in die Beschreibung rein. So, zuerst laden wir uns das Programm herunter. Dip, 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 dip. Das dauert jetzt ein bisschen. Dann einfach nur noch installieren. Gut, Deutsch, weiter. Weiter klicken. Und dann haben wir es eigentlich schon installiert. Jetzt starten. So, jetzt müsste ein Feld erscheinen, wo ihr eine E-Mail-Adresse eingeben müsst. Und das Coole daran ist jetzt, ihr könnt ja eine beliebige E-Mail-Adresse eingeben. Hauptsache, die E-Mail kommt an. Es kann zum Beispiel sein, eure Spam-E-Mail-Adresse oder eure Fake-E-Mail-Adresse. Wie auch immer. Und ich habe da natürlich auch was vorbereitet und ja, jetzt einfach nur noch diesen Code eingeben, Testzugang erstellen, okay. Die Testzugänge erhaltet ihr dann per Mail, dann einfach eingeben, okay drücken, beziehungsweise Login drücken. Und dann geht's eigentlich schon los. Ja, das war's. Ganz einfach, ja. Dann auf Musik klicken. Gucken wir mal, was es so gibt. Crow. Ah, cool. Habe ich gefunden. Easy, whatever. Und auch viele weitere Songs von Crow. Ja, sogar ein Live in Köln habe ich hier gefunden. Gucken wir mal bei Lena. Lena. So, was finden wir hier bei Lena? Mal Landrut eingeben. Oh, klasse. Auch relativ viele, viele Songs von ihr. Satellite. Ja. Wie ihr seht, kann man mit dieser Musik-Download-Software ziemlich viele Songs finden. Und eigentlich ist das ganz cool. Ja, geht mal auf die Seite, ladet euch die Software runter, probiert es aus. Und wenn es euch nicht gefällt, dann deinstalliert die Software einfach. Ihr müsst euch ja nicht anmelden, ihr müsst nichts hinterlegen. Und für die ganz cleveren von euch, installiert die Software in einer Sandbox, dann könnt ihr die Software immer und immer wieder neu installieren und dieses Download-Volumen dann immer wieder nutzen. Das ist richtig geil, probiert's aus. Ja, probiert es mal aus. Viel Spaß dann!